Hm? Wollen Sie jetzt das Bild sehen? Zuerst der Papierkram. Mein Bild ist keine Fälschung. Das werden wir sehen. Sie müssen mein Bild wirklich für echt halten. Das Interessante ist sicher, wie hier zwei Extreme aufeinandertreffen. Also auf der einen Seite White Trash und auf der anderen Upper East Side New York treffen aufeinander. Und es entspinnt sich eine Diskussion eigentlich darüber, was ist Kunst und wer hat überhaupt die Hoheit darüber zu entscheiden, was Kunst ist und wer hat Zugang dazu. Sie müssen sagen, dass das Bild echt ist. Haben Sie wirklich eine in einer Wohnwagensiedlung hausende Barfrau? Ex-Barfrau! Ich kann einfach so in einen Ramschladen gehen und für $3 ein 100-Millionen-Meisterbar kaufen. Komfort, ja! Wo? In der Platzpresse? Manchmal kann einem doch auch was Gutes widerfahren, oder nicht? Wenigstens einmal im verdammten Leben! Könnte Gott doch lächeln auf einen herabsehen und etwas Gutes tun. Was Gott angeht, bin ich kein Experte. In New York allerdings wird man dieses Bild niemals akzeptieren. Und Sie auch nicht. Er ist ein Spießer. Ein elitärer Spießer. Ein unfähig, mit anderen Menschen zu kommunizieren eigentlich. Wenn ich die Lampe nochmal anmache, Gott. Die Farbauftragung ist ordentlich, präzise. Das ist gut, nein, es ist nicht gut. Oder war nie ordentlich, oder war ein Vulkan, oder war explosiv, er brannte. Das hier, das ist oberflächlich, leer, ohne Verheißung. Hey, es geht mir nicht um Ruhm und Reichtum. Das Geld ist mir scheißegal. Oh, um was geht's Ihnen denn dann? Um die Wahrheit, Sie arroganter Hurensohn. Naja, das ist eine taffe amerikanische Mitte-60erin, die im Stück ist sie Mitte 50, glaube ich, aber die mit allen Wassern gewaschen ist, die sich da richtig behaupten muss in dem amerikanischen Trailer-Siedlung. Alles Gute, du alte Schachtel! Es geht, glaube ich, sehr stark um Vorurteile. Also wie bewerte ich einen Menschen aufgrund seiner sozialen Schicht, aufgrund seines Äußeren und kann dieses Bild auch falsch sein? Ich und dieses Bild, wir sind beide wertlos. Ohne Bedeutung, stimmt's? Ja, nein, das habe ich nicht gesagt. Wertloser Müll, kein Grund zu leben. Also, ganz genauso gut. Alles!